Das Getriebeöl im Frischölbehälter des Geartronic wird vollständig abgelassen und kann zur späteren Verwendung in einem Sammelbehälter aufbewahrt werden. Dieses Verfahren ist beim Wechsel des Getriebeöltyps erforderlich. Um den Frischölbehälter zu leeren, gehen Sie bitte wie folgt vor. Schließen Sie bei abgeschaltetem Motor das Stromversorgungskabel des Gerätes an der 12-Volt-Batterie des Fahrzeugs an. Vergewissern Sie sich, dass ansonsten keine Schläuche des Geartronic am Fahrzeug angeschlossen sind. Nehmen Sie einen Adapterschlauch und einen durchgängigen Adapter aus dem Adapterset. Schließen Sie ihn an den auf der rechten Seite des Geartronic befindlichen roten Schlauch für den Kühlermodus an. Zum Leeren des Frischölbehälters drücken Sie die Taste Empty New Fluid Tank. Entnehmen Sie während dieses Vorgangs die Frischölprobe in ein Fläschchen des Rückstellmusters. Was es mit diesem speziellen Sicherheitscheck für Automatikgetriebe auf sich hat, erfahren Sie in Kapitel 6. Drücken Sie nach Abschluss der Entleerung die Stopptaste. Liquimoli für die technische und optische Werterhaltung Ihres Autos. Alles aus einer Hand.